soll den Schuppen fotografieren. Mach ich das doch flott. Ist ja gar kein Problem. Haben wir. So, wir haben schon mal angefangen zu klauen. Ne? Sind weg. Okay. Go, 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 Leute. Das Gemälde müssen wir auch mitnehmen. Sehr gut. Wo ist meine... Wo ist mein Brecheisen? Ich finde mein Brecheisen nicht. Mein Brecheisen nicht dabei, Leute. Scheiße. Das ist dumm. Mist, hä? Egal. Okay. Haben wir. Mixer nehmen wir auch noch mit, ist doch egal. Fernseher nehmen wir auch noch mit. Das alles schaffen wir nach draußen. So. Wie viel haben wir? Wo steht die Uhrzeit? Oh, die kommen gleich zurück. Gut, haben wir geschafft. Jetzt noch kurz hinters Haus fahren, die Sachen einsammeln. Das haben wir schon mal gut gemacht, muss ich zugeben. Sehr, sehr gut haben wir das gemacht, Leute. Aber wahrscheinlich so besser reinlegen. Genau. So. Wir sind nur Umzugshelfer, falls einer fragt. Anscheinend ein wertvollerer PC. Der wird nicht einfach in die Tasche gesteckt wie bei der Polizei. Sehr gut. Haben wir schon mal gut gemacht. Also, der erste Tag war doch jetzt erfolgreich. Seit der letzten Folge, die nicht so erfolgreich war. Würde ich behaupten. So, dann können wir die Sachen direkt hier verhökern. Ja, sehe ich auch so. Schon bin ich wieder da, mein Freund. Ich komm nochmal, warte. Ich hab hier so einen alten Gaming-PC, vielleicht kriege ich dafür noch was.
Hi. So. Also die Bratpfanne können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Ja, Mixer und Kaffeemaschine können wir nicht verkaufen. Hm, Monitor 50. Der Computer 625 Dollar. Sehr geil. Das Gemälde 375 Dollar. Und die Tastatur 88. Ja gut, die anderen Sachen sind bei Black Bay gelistet. Von daher. Ah nein, ich hätte mir doch übers Handy. Über Quick Buy. Eine Brechstange schicken lassen können, ne? Dann hätten wir es nämlich geschafft. Okay, kein Problem, wir übernachten hier. Bis 16 Uhr. Bis 15 Uhr. Weil da wissen wir ja, dass wir locker reinhüpfen können ohne Probleme. Und dann haben wir wieder 2 Stunden Zeit. Ne? Rein ist easy, raus ist schwierig. Nein, raus ist auch nicht schwierig. Blödsinn. Alles easy. Wir kamen ja locker rein und raus, ne? Also, kamen wir jetzt wirklich. Wir nehmen wieder hier. Die ist ja wieder im Badezimmer. So. Sie ist im Vorgarten, das ist hier. Ne? Wenn die jetzt reinkommt, habe ich ein Problem. Wo ist die Türe? Da vorne, ne? Ja. Okay, wir bleiben hier in der Ecke und warten. Ist sicherer. Bis 16 Uhr. Noch ein paar Minuten, dann geht sie außer Haus. Sie muss ja arbeiten. Wir auch. Warum verfügt das Küchenfenster eigentlich nur über ein Sicherheitsding? Die Schränke kann ich nicht öffnen. Spielekonsole. Nehmen wir mit. Können wir immer gebrauchen. So, haben wir abgeschlossen. Ich meine, wenn da in den Schränken oben was drin war, dann kenne ich da eh nicht dran, ne? Muss man auch immer bedenken. Er hat uns bestimmt neue Aufträge geschickt, aber wir haben noch nicht angenommen oder so. So ist zumindest meine Vermutung. Aber wir sind mittlerweile so gut in allem. Das geht richtig ratzfatz hier. Haben wir auch alles. Hier geht nicht. Hier sind noch Sachen. 18 Uhr kommen die wieder zurück, ne? Ja. So. Ich glaube, das war's. Kein Obergeschoss. Und daher passt. Raus hier. Scheiße. So. Ah, wir müssen alle Aufträge kaufen. Das heißt, die haben neue Aufträge für uns.
Ich frag mich immer, welche Tür der Anwohner gefunden hat. Hey. So. Dann gehen wir mal los nach Hause und gucken mal, was Black Bay uns so bietet, ne? Und dann dürften wir ja richtig reich sein. Wir haben mittlerweile fast 10.000 auf der Uhr. Wie geil ist das? Wir kommen gut zurecht. Mittlerweile. Wir werden besser. Oh, ja bitte. Listen, we're not gonna get that money back by stealing from locals. We have to go for something bigger. A heist, I mean. Check the whiteboard of your hideout. Ja, bitte. Before we go at something bigger, I want you to try your luck at the Forest Side Resort. It's filled with rich people and just tons of shiny things. Oh. I'll transfer the data about all loot and tenants to you. Okay, danke schön. Actually, there's something I need from there. I'll pay generously for it. When you get there, I'll give you a call. Okay, weiß ich Bescheid. Aber ich muss kurz nach Black Bay, um zu gucken, ob wir was verkaufen können. Küchenartikel haben wir nicht, Elektronik. Wertsachen vielleicht? Irgendwo fehlt immer irgendwas, ne? Ne. Hier fehlt ein Wein, da fehlt eine Kaffeemaschine, hier fehlt ein Mixer, eine Mikrowelle, ein Wasserkocher, hier fehlt ein Toaster, hier fehlt ein Toaster und ein Topf. Okay, wir brauchen zwei Toaster und einen Topf. Naja. Schwarze Brett. Ah, hier haben wir es doch. Verfügbare Überfälle, Teufelshöhlen. Futuristisches Museum. Möglicher Gewinn 19.950 Dollar. Okay, eine Schaufel und einen Dietrich brauchen wir. Und Schlösserknacken Stufe 3. Sehr gut. Damit können wir jetzt einen automatischen Dietrich erwerben. Und eine Schaufel brauchen wir. Warum auch immer. Okay. Unser Auto ist noch voll? Tatsache. Das hatten wir doch gerade schon rausgenommen, oder? Oh. Schlüssel kann man immer mitnehmen. Ja, die Laptops sind scheiße. Die kann man nicht verkaufen. Zumindest aktuell nicht. Ne? Das ist so immer das Gemeine daran. Nee. Fehlen wieder ein paar Sachen. Trotz, dass wir jetzt so viel noch geholt haben. Naja, egal. Okay, ich würde sagen, passt ja. Nächste Folge startet der Raubüberfall.